Ja, dann begrüße ich euch alle recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel 60 München gegen den Halleschen FC. Endstand 6:1. Darf den Trainer unserer Gäste, Florian Schnorrenberg, begrüßen. Vielen Dank, dass Sie da sind, und darf Sie um Ihr Statement zum Spiel bitten. Dankeschön. Glückwunsch zum Sieg. War ein Spiel heute, wo wir in der Anfangsphase sicherlich viele Ballbesitzphasen haben. Aus dem Ballbesitz nicht so torgefährlich geworden sind, wie wir uns vielleicht erhofft haben. Bis zur 40. Minute, ja, dann verteilte Spielanteile, gehen durch einen Doppelschlag nach Standards, wo wir wissen, dass 60 da sehr gefährlich ist, wo wir die zweiten Bälle dann nicht verteidigen können. Dann ist Dressel einmal mit links, einmal mit rechts da. Kommen dann aus der Halbzeit, hatten uns viel vorgenommen, sind noch ein bisschen früher angelaufen, ein bisschen aggressiver. Haben dann sicherlich mit Beuth die Möglichkeit verpasst, ein Anschlusstor zu machen. Nach dem 4-0 Rückstand, ich glaube, waren beides Kontersituationen, kommen wir zum Anschluss. Und in der Phase, muss ich sagen, hätten wir sogar noch mal die Situation gehabt, ein neues Spiel rauszumachen, als Titsch, Rivero und Niedfeld verpasst. Für mich war es kein Spiel, wo 60 heute 5 Tore besser war als wir. Aber hätten wir natürlich lernen müssen, dass wir eine Kontersicherung aufs Feld kriegen, und dann sind wir ausgespielt worden. Ich muss die Tore auch nochmal sehen, und tut richtig weh, in der Höhe dann heute zu verlieren. Ist sehr hart. Wir haben in der Vergangenheit schon gezeigt, dass wir nach Niederlagen auch zurückkommen können. Das ist auch jetzt unser Ziel. Und in der nächsten Woche dann gegen die nächste Spitzenmannschaft eine bessere Figur abzugeben. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Du brauchst heute nicht drücken, es ist heute auf Dauer an. Und ich darf auch dich um dein Statement zum Spiel bitten. Ja, servus zusammen. Ich glaube, es war heute eine kompakte Mannschaftsleistung, das verantwortlich war für den 6-1-Sieg. Ich glaube, wir haben die richtigen Schlüsse aus dem Duisburg-Spiel gezogen, waren heute sehr effektiv und haben vor allen Dingen, glaube ich, das Spiel heute so angelegt, dass wir den Gegner in die richtigen Räume locken wollten. Das ist uns heute sehr gut gelungen. Ich glaube, in den ersten 30 Minuten war es ein Spiel mit wenig Raum. Beide Mannschaften haben versucht, so kompakt wie möglich das Spiel zu halten. Sicherlich hat vielleicht Halle einen Tick mehr Ballbesitz gehabt, aber wir haben, glaube ich, extrem kompakt gespielt. Bis auf den Anfang, glaube ich, und am Ende der ersten Halbzeit keine Chance zugelassen. Ja, in der 30. Minute, glaube ich, sind wir dann auch torgefährlicher geworden, haben schon eine Doppelchance gehabt mit Lex und anschließend dann mit Greilinger. Haben wir sicherlich beide Standardsituationen, die der Gegner schlecht verteidigt hat, den zweiten Ball, der immer in die Mitte gekehrt hat, das haben wir dann gut angenommen. Dennis Dressel sicherlich mit sehr, sehr guten Distanzschüssen am Ende dann uns auf die Siegerstraße gebracht. Und in der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir auch versucht, wieder das kompakte Spiel wieder auf den Platz zu bringen. Man hat schon gemerkt, dass Halle jederzeit gefährlich war. Und dann haben wir, glaube ich, mit dem 3 und 4-0 sicherlich dann schon die Weichen auf den Sieg gestellt. Und auch wenn dann der Anschlusstreffer sicherlich ärgerlich ist, aber dann haben wir nur ein, zwei Situationen gehabt, wo sicherlich Halle nochmal den Anschluss schaffen. Wir können das 4-2, aber hinten raus haben wir dann, glaube ich, sehr, sehr effektiv extreme Kontrolle dann im Spiel gehabt. Und auch die Spieler, die in der zweiten Halbzeit zum Spielen gekommen sind, haben sich nahtlos eingefügt. Und so haben wir, glaube ich, heute nicht. Können wir unterm Strich kompakt, eine kompakte Mannschaftsleistung. Am Ende können wir uns darüber freuen. Und so gilt es jetzt, dass wir morgen regenerieren. Dann sind 2 Tage frei. Und dann wenn wir jetzt eine lange Woche haben, und dann versuchen wir, dass wir Sonntag in Dresden unser gutes Auswärtsspiel am Ende wieder hinbekommen. Danke, Michael Kölner. Gibt es Fragen von der Pressetribüne? Herr Kölner, die Presse wird den Dennis Dressel wahrscheinlich übereinstimmen mit einer 1 bewerten. Welche Note kriegt er denn vom Trainer? Ja, wenn man 4 Tore schießt, ich glaube, das erübrigt sich dann, dass man dann die Noten vergibt, aber weil das hat Dennis natürlich sicherlich mit 4 Toren sich super belohnt, aber am Ende ist er immer ein Produkt einer Mannschaft, und so wenn verschiedene Tore immer dann am Ende begünstigt sind, auch durch Mitspielerverhalten. Glaube ich, war es gut, vor allem jetzt, wenn das letzte Tor nimmt, über Neudecke nochmal den Weg frei macht, nochmal tief läuft, nochmal für Dennis den Weg macht und Dennis dann natürlich cool bleibt. Und was mir heute besonders gut gefallen hat, dass er mit beiden Füßen am Ende die Tore schießen kann,
Und das, glaube ich, gibt immer noch mal einen Pusher. Und das ist gut auch, vor allen Dingen, dass wir zu Hause auch mal einen klaren Sieg eingefahren haben. Das war, glaube ich, die richtige Antwort jetzt auch auf, das, auf die letzten beiden Heimniederlagen jetzt gegen Saarbrücken und gegen Duisburg. Kölner, ein besseres Einjähriges kann es ja gar nicht geben für Sie wahrscheinlich, oder? Also heute vor einem Jahr haben Sie ja unterschrieben, auch gegen Halle damals, also unterm Spiel gegen Halle mehr oder vor oder danach. Was weckt das für Erinnerungen an Sie auch? Ein bisschen so, wenn Sie mal die letzten 365 Tage Revue passieren lassen. Ja, in den letzten Tagen, da bin ich häufig auf das Thema angesprochen worden. Ich glaube, das war einfach eine brutal richtige Entscheidung von mir, zu 60 München zu gehen. Und ich glaube, das Jahr hat man sich jetzt nicht deutlich besser ausmalen können. Es war schwer, letztendlich in die Fußstapfen jetzt von Dani Birovka zu treten. Aber dennoch, glaube ich, haben wir alle im Verein einen richtig guten Job gemacht, sei es jetzt ein Trainerteam, sei es Verantwortliche im Verein, vor allem jetzt Günter Gorenzel. Aber auch die Mannschaft, jetzt sowohl die letztjährige Mannschaft als auch die diesjährige Mannschaft, alles, gibt immer alles, und heute, glaube ich, haben wir gesehen und zeichnet, glaube ich, einen riesen Teamspirit aus. Wir können als Mannschaft extrem kompakt spielen. Wir sind als Mannschaft, glaube ich, extrem schwer zu bespielen, und heute haben wir uns einmal vor allen Dingen zu Hause mal belohnt für unser Auftreten, für unseren Einsatz am Ende, dass wir heute auch mal einen klaren Sieg eingefahren haben. Dennis, Mittelfeldspieler 4 Tore gelungen. Haben Sie sowas schon mal erlebt als Mittelfeldspieler? In einem Profibereich? Boah, gute Frage. Also ich weiß, dass Hanno Behrens bei mir viele Tore geschossen hat. Das war auch eine ähnliche Position bekleidet wie Dennis. Und dann sah er dann damals mit seinen Toren in die Bundesliga gebracht. Ich hoffe, dass Dennis einfach auch weiter an sich arbeitet. Er ist klar im Kopf der Junge. Und vor allen Dingen, man sieht einfach auch, so mal, glaube ich, Sascha Mölders hat das heute auch in einem Interview, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt mit den jungen Spielern, dass wir die voranbringen. Ich glaube, die Mannschaft hat einfach viele Schritte gemacht. Und heute hat Dennis sicherlich jetzt für sich eine Top-Performance hinbekommen mit 4 Tore. Sicherlich was Einzigartiges, was Außergewöhnliches. Also ich hoffe natürlich nicht, dass er sich jetzt dann die nächsten Wochen zurücknimmt. Und am Ende dann sagt er, jetzt habe ich 4 Tore geschossen, jetzt stelle ich mal die nächsten Wochen den Betrieb ein. Sondern wir erwarten weiterhin von ihm ein gutes Box-to-Box-Spiel. Ein guter Spieler, jetzt auch vor allem gegen den Ball, aber dass er vor allem im Gegenpressing für uns einer der wichtigsten Spieler ist. Und heute hat er sich auch vor allen Dingen mit der guten Abschlussstärke am Ende auch für unseren Bärendienst erwiesen, dass die Mannschaft einfach auch am Ende sichere 3 Punkte einfahren konnte. Willst du denn jetzt festketten an der Grünwalder Straße, dass er nicht zu Bayern wechselt im Winter? Nein, da muss man sich keine Sorgen machen. Also ich glaube, Dennis weiß ganz genau, was er an der Mannschaft hat, was er am Verein hat. Ich glaube, man sieht, wie wichtig es ist, wenn man lange bei einem Verein bleibt, vor allem für junge Spieler. Ich finde, Wechsel in jungen Jahren sind einfach für die Karriere richtig schlecht, weil man sich neu wieder orientieren muss. Und das sieht man jetzt auch bei Dennis, glaube ich, jetzt dazu, wenn die Statistik vom Kicker letzte Woche stimmt. Dennis ist der Spieler mit der 11. längsten Vereinstreue im Profifußball, erste, zweite, dritte Liga. Das sagt alles aus, seit 2007 im Verein. Und dann sieht man auch, dass wenn man lange in einem Verein ist, am Ende kann man dann auch seine Entwicklung machen. Und ich hoffe, dass Dennis auch dann in dem Punkt ja, so eine Vorbildfunktion einnimmt. Deswegen ist er ein Mannschaftsrat für viele junge Spieler, dass sie am Ende den gleichen Weg machen, dass man bei 60 seine Karriere voranbringen kann, dass ein Vereinswechsel am Ende nicht immer das Richtige ist, sondern auch Konstanz, Kontinuität am Ende auch wichtige Faktoren sind, um am Ende auch in den Profifußball auch seine nächsten Schritte machen zu können. Was fällt Ihnen zu Dressels Schusstechnik ein? Er hat ja schon einen ganz wuchtigen Schuss eigentlich, oder? Ja, die hat die hat schon einen Schuss wie ein Gaul. Also das ist, wenn er mit links mal abzieht, ich glaube, da müssen viele in Deckung gehen. Aber das Entscheidende ist immer, das nützt dir das, wenn du einen riesen Schuss hast, aber du bringst die Bälle nicht aufs Tor. Und ich glaube, das ist das, was wir auch mit ihm sehr individuell und in individuellen Trainingseinheiten, aber auch grundsätzlich im Training einfach mit ihm hart arbeiten. Und das sieht man auch, wenn man im Training aufmerksam ist, wenn man im Training die Inhalte auf dem Spiel ein bisschen zuschneidet, dann wird man am Ende auch als Trainer und als Verein belohnt. Und ich glaube, heute ist ein schöner Tag für 60 München. Vor allen Dingen, wenn ein Eigengewächs so eine Performance hinbringt. Und ich glaube, das ist jetzt in der Vergangenheit im Verein und in vielen gelungen.
Und denen, was gelungen ist, es waren ganz, ganz große Namen im Verein. Brunnermeier, Völler, ich glaube, die haben alle mal mehr Tore geschossen. Und wenn man das, wenn man in so einem Atemzug genannt wird, dann ist es, glaube ich, ein richtig großes Kompliment für einen Spieler, der ja, den Löwen in sich trägt, der am Ende ja für das steht, was 60 München ist. Am Ende ja ein richtig toller, geiler Verein. Werden Sie in Ihrer Analyse auch die ersten 40 Minuten ansprechen, die ja nicht so prickel waren, aus Ihrer Sicht wahrscheinlich auch, oder? Was, die ersten 40? Die ersten 40 Minuten, ja. Ja. Wie haben Sie die ersten 40 Minuten gesehen? Die ersten 40 haben mir schon gut gefallen, weil ich glaube, das war das Thema, was wir gegen Duisburg hatten und was nicht so der ganze Ballbesitz, wenn du dich am Ende müde spürst. Das war halt nicht der Spielansatz. Der Spielansatz war ein ganz anderer. Wir wollten einfach ein kompaktes Mittelfeldpressing spielen. Wir wollten den Gegner nicht zu unserem Tor kommen lassen. Das haben wir geschafft. Wir haben alle super wegverteidigt. Und auf der anderen Seite, dann kommst du ins Spiel, dann kriegst du deine Möglichkeiten. Der Gegner wird dann in manchen Punkten ein bisschen fahrlässig. Und das ist dann am Ende, was du dich belohnen kannst. Und ich glaube, dass heute mal ein anderer Spielansatz notwendig war. Und wie gesagt, was ich eingangs gesagt habe, es war wichtig, dass wir auch nach dem Duisburg-Spiel einfach die richtigen Lehren draus ziehen. Und nicht jetzt da wieder versuchen, ja, jetzt irgendwo so ein Ballbesitzmonster zu werden in dem Spiel und am Ende kriegen wir nichts. Es gibt keine B-Note, ob ich jetzt 70% Ballbesitz habe, 50, 40. Am Ende, wenn ich nicht mehr Tore schieße als der Gegner, habe ich keine 3 Punkte. Und heute war absolut das Ziel, wir wollen hier zu Hause gewinnen. Wir wollen 3 Punkte holen mit aller Gewalt und mit aller Macht. Und das hat die Mannschaft dann perfekt umgesetzt. Haben Sie einen Lernprozess gesehen heute? Nicht nur wegen den 6 Tore, sondern auch im Defensivverhalten? Ja, natürlich. Ich glaube, das war wichtig, dass wir einfach in der ersten Halbzeit einfach auch in der Sturmreihe vorne gut anlaufen. Da hat Mölders und Lex einen Riesenjob gemacht, mit Greilinger dazu. Haben wir ganz, ganz oft den Gegner auf die rechte Seite gelockt und dann gab es keinen drinnen mehr. Wir haben da aber technisch nicht gut gespielt in den ersten 40 Minuten, dass wir da gleich mehrere Möglichkeiten uns rausspielen aus der Ballübung heraus. Das haben wir dann zum Glück in der zweiten Halbzeit besser gemacht und dann fallen am Ende die Tore wie reife Früchte. Herr Kölner, noch ein Wort zu Johann Czajo. Den haben Sie auch noch nicht allzu oft reingeworfen. Jetzt eine Vorlage für Stefan und Erik Kallig. Der Junge macht das auch schon ganz gut, oder? Ja, natürlich. Das ist wichtig. Unsere Kadergröße ist bekannt, unsere Kaderstruktur ist bekannt und unsere Idee ist bekannt. Und die Idee ist, dass wir uns auf der einen Seite konsolidieren müssen, auf der anderen Seite aber die jungen Spieler peu à peu nachentwickeln müssen, an den Profifußball heranführen müssen. Und das ist uns heute, glaube ich, man hat bei Czajo heute gesehen, dass es einfach wieder ein Schritt weiter ist. Das wird den Jungen anderen befeuern. Der war lebendig im Spiel, der war trickreich, der war kreativ. Und am Ende hat es mir besonders gut gefallen, dass er mit einem Kontakt dem Gegner, den Talik, den Ball auflegt. Und das ist, glaube ich, bei ihm jetzt vorher nicht so oft der Fall gewesen, dass er mit einem Kontakt spielen kann. Also ist gut für uns, weil wir brauchen am Ende mehr als 11 oder 12 Spieler. Wenn wir eine gute Saison spielen, brauchen wir viele Spieler, die am Ende, so wie heute Wein für Wilsch, am Ende in die Bresche springen. Und heute haben wir zum Glück den Ausfall von Marius Wilsch nicht erkennen können. Das hat Wein auf der Position gemacht, Erdmann hat der Mannschaft viel defensive Stabilität verliehen und die anderen haben einfach auch im Anlaufen heute halt einen Riesenjob gemacht. Gut, dann schaut es aus, als hätte man keine Fragen mehr. Vielen Dank, Michael Kölner, und euch allen schönes Wochenende. Schönes Wochenende, ihr Löwen. Also, Servus.